Ja, da ich jetzt auch unter den Bastlern bin, habe ich gerade zwei Mainboards abgeholt. Und zwar Fujitsu Siemens Mainboards. Alles schön und gut, 25 Euro. Prozessor Intel Core i3 32220. Wollte ich gerade einbauen. Und dann guckt euch diesen Stromstecker an. 16 Pin. Was für eine Scheiße. Dann habe ich im Internet nachgeguckt und gesehen, dass es so eine Netzteile gibt mit so einem 16-Pin-Adapter. Die steckt man direkt auf das Mainboard drauf und kriegt dann hier wiederum einen anderen Stecker ran, der dann Strom rausgibt für SATA und Co. Das heißt, prinzipiell kann ich dieses scheiß Mainboard direkt wieder in den Müll schmeißen. So ist das Leben eines Bastlers.